Seit heute gibt es den Rig Manager fürs iPad. Wie man es einrichtet und was man dafür braucht, um seinen Camper aus der Ferne zu steuern, erkläre ich euch heute. Wenn du keine nützlichen Tipps zum Thema Gitarre, Home Recording und Camper verpassen willst, dann würde ich dir empfehlen, meinen Kanal mit Glocke zu abonnieren. Camper hat heute ein neues Update rausgebracht, was es bisher nur als Beta geht. Wer wissen will, wie man eine Beta-Version installiert, der sollte sich mein Video zum Backup und Update anschauen. Für den Rig Manager auf iOS braucht ihr ein iPad, das mindestens iOS Version 13 unterstützt. Mein eigenes iPad ist jetzt auch schon 6 bis 7 Jahre alt und auf dem läuft 14.5. Beim Camper haben wir drei verschiedene Modelle, den Head, das Rack und den Stage. Es funktioniert bei allen drei, allerdings ist es beim Stage ein bisschen einfacher, weil da schon ein Wi-Fi-Modul eingebaut ist. Ich selber habe kein Stage, um das auszuprobieren, da gibt es ein extra Menü, das heißt Wi-Fi-Settings. Und in der neu erschienenen Anleitung ist auch ein Kapitel dazu, wie man es am Profiler Stage einrichtet. Bei den beiden Profilern Head und Rack brauchen wir einen externen Router, den wir per Netzwerkkabel anschließen. Die Leute von Camper stellen gerade eine Liste mit empfohlenen Routern zusammen. Die Liste werden die in den nächsten Tagen veröffentlichen, wahrscheinlich übers Camper Forum. Sobald die draußen ist, werde ich unter diesem Video den Kommentar anpinnen, indem ich die verlinke. So ein Router braucht normalerweise noch ein extra Netzteil. Die Leute von Camper schauen aber gerade, ob das auch funktioniert mit einem Router, der seinen Strom über USB bekommt. Allerdings ist da die Testphase noch nicht ganz abgeschlossen und die werden in den nächsten Tagen bekannt geben, ob das auch funktioniert. Da die Remote auch über Netzwerk angeschlossen wird und der Camper nur einen Netzwerkanschluss auf der Rückseite hat, braucht wer beides gleichzeitig betreiben will, einen Power-over-Ethernet-Switch. Da gibt es auch schon eine Produktempfehlung im Camper-Forum. Natürlich finde ich als Camper-Head-Besitzer auch ein bisschen schade, dass ich extra Zubehör brauche, aber der ist jetzt einfach auch schon ein paar Jahre alt. Macht ja einfach nur Sinn, dass in den neueren Modellen Verbesserungen drinstecken. Und nur da kein WLAN-Modul einzubauen, damit die alten Camper-Kunden nicht beleidigt sind, macht für mich keinen Sinn. Ich finde es im Gegenteil sogar cool, dass es für die Besitzer älterer Campers auch einen Workaround gibt, um diese iPad-App zu nutzen. Wie die Verbindung mit dem Profiler Stage funktioniert, ist sehr genau im neuen Handbuch beschrieben. Ich, der ja selber auch kein Profiler Stage hat, erkläre aber, wie das mit dem Toaster oder auch mit dem Rack funktioniert. Ich nehme also mein Camper, Head oder Rack, schließe da per LAN-Kabel einen Router an, kann dann in der iPad-App des Rig Managers meinen Profiler auswählen. Sobald ich mit meinem Profiler verbunden bin, habe ich die gleichen Funktionen, die ich auch im normalen Rig Manager auf dem Computer habe. Ich kann mich hier durch die Signalkette durchklicken, ich kann die Input- und die Output-Einstellungen ändern, ich kann die Effekte aus- und einschalten, ich kann die Effekte austauschen, indem ich aus dem Dropdown-Menü ein neues auswähle. Ich habe alle Presets da, ich kann sogar die Boxen und die Amps, die ich auf meinem Profiler gespeichert habe, auswählen. Ich habe einen Schieberegler, mit dem ich morphen kann und ich kann hier oben natürlich meine Änderungen speichern oder auch das aktuelle Rig umbenennen. Kleiner Tipp fürs Morphing, wenn ich hier meine Parameter einstellen will, dann schiebe ich einfach den Schieberegler Morph nach rechts, wähle dann den neuen gemorphten Wert aus und ab dann morpht er zwischen den beiden Werten hin und her. Ich habe also wirklich die gleiche Funktionalität, wie wenn ich den Camper an den PC angeschlossen habe. Ich finde es ziemlich cool, dass es sowas jetzt gibt. Ich wollte sowas schon lang. Allerdings muss ich auch zugeben, dass ich jetzt echt gern einen Camper Stage hätte. Mit einem normalen Router ist es ein bisschen umständlich, aber wie gesagt, da kann man den Jungs von Campern auch keinen Vorwurf machen. Ich habe halt mein Modell auch schon ein paar Jahre und der wird jetzt nicht durch Zauberhand Wi-Fi fähig. Allerdings bin ich richtig gespannt, was bei den Tests von Camper mit diesem Mini-Router rauskommt, der seinen Strom über USB bekommt. Wenn das reibungslos funktionieren wollte, dann hole ich mir sofort so ein Teil und schmeiße das einfach hinten in diese Aussparung von meinem Camper. Ich werde auf jeden Fall, sobald es Neuigkeiten dazu gibt, hier unten einen Kommentar anpinnen, in dem ich die empfohlenen Geräte verlinke und natürlich diesen Mini-Router, sofern das alles klappt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und schreibt einen Kommentar und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.